Es gibt ein Gameplay-Pack für The Sims 4, welches von der Community recht gut aufgenommen wurde, mittlerweile aber durch zahlreiche Updates nicht mehr richtig funktioniert. Gaumenfreuden. Dieses wurde von einem Modder aber völlig überarbeitet und mit viel neuem Gameplay ausgestattet, welches ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Ihr kennt das, mit installierten Gaumenfreuden Gameplay Pack besuchen eure Sims ein Restaurant, aber nichts funktioniert. Die anderen Sims an den Tischen stehen willkürlich auf, machen Liegestütze und eine richtige Restaurantstimmung bleibt auf der Strecke. Aber auch auf der anderen Seite gab es immer einige Probleme, wenn man als Restaurantbesitzer gespielt hat. Sims, die man eingestellt hat, erschienen einfach gar nicht. Das Gameplay war zu einfach und auch sonst gab es einige Unstimmigkeiten. Diese sind wohl auch dem Modder Karl Sims 4 Guides aufgefallen, die er mit der Dine Out Reloaded Mod beheben wollte. Wenn ihr diese im Spiel habt, könnt ihr mit aktivierten Testing Cheats True Befehl mit Shift auf den Boden klicken und aus einigen vorher nicht dagewesenen Optionen wählen. So könnt ihr einstellen, aus wie vielen Sims die Gästegrüppchen, die in eurem Restaurant essen möchten, maximal bestehen dürfen. Oder ob sich die Gäste einfach direkt ohne Empfangspersonal hinsetzen, so wie es bei uns eher üblich ist. Aber auch andere Optionen, wie dass die Gäste länger zum Essen brauchen oder dass auch Kinder zu den Gästen zählen, können hier festgelegt werden. Die Kellner haben ebenfalls ein paar Verbesserungen erhalten. Diese sind nun schneller, arbeiten effizienter und sind im Restaurant nicht mehr nur einem Tisch zugeordnet. Eine geschwindigkeitssteigernde Änderung. Zudem wurden ein paar nervige Fehler behoben, die schon seit dem Release im Jahr 2016 im Spiel sind. Wenn ihr mit einem Promi aus der Werde-Berühmt-Erweiterung das Restaurant betreten habt, war es bisher immer so, dass sich die Kellner und anderes Personal total unprofessionell verhalten haben. Mit installierter Mod reißen sich diese etwas mehr zusammen, schreien nun nicht mehr herum und wollen kein Autogramm mehr von Promi-Sims. Auch der Klassiker, dass andere Sims im Restaurant wie wild aufstehen und sich nicht mehr auf das Essen konzentrieren, weshalb sie eigentlich gekommen sind, passiert nicht mehr. Das sind schon wichtige Ergänzungen, viel spannender allerdings ist wohl das neue Gameplay. Bisher konnten eure Sims ja nur als Restaurantleiter arbeiten und hatten keinen direkten Einfluss auf die Zubereitung der Speisen, geschweige denn auf das Bringen des Essens zum Gast. Diese beiden Features sind jetzt aber ebenfalls dazu gekommen, eure Sims können als Koch und Kellner mithelfen. Das wird für viele von euch wohl die spannendste Neuerung sein, von dem viele Spieler vor der Veröffentlichung des Packs im Juni 2016 ein wenig enttäuscht waren. Theoretisch ist es also möglich, dass euer einzelner Sim das Restaurant leitet, parallel in der Küche steht und die Gäste mit den gewünschten Gerichten versorgt und sich die Sims durch eine Restaurantregel ihr Essen einfach selber an den Tisch holen, wie in einem Fastfood-Restaurant. So könntet ihr euch die zusätzlichen Personalkosten sparen und euer Sim hätte definitiv alle Hände voll zu tun. Es ist ein wenig schade, dass EA nach so vielen Jahren das mit Fehlern geplagte Gameplay-Pack immer noch nicht repariert hat, aber dafür umso erfreulicher, dass wir jetzt wieder mit diesem spielen können. Die Neuerungen, die Karl hier implementiert hat, werten das Pack extrem auf, dass ich fast wieder Lust habe, meinen Sims ein viel zu großes Restaurant zu geben, welches sie dann in wenigen Tagen wirtschaftlich komplett gegen die Wand fahren. Falls ihr Gaumenfreuden noch nicht besitzt, könnt ihr euch dieses günstiger bei Instant Gaming holen. Andere Packs sind aber ebenfalls stark reduziert, Link in der Beschreibung. Was denkt ihr über diese Mod? Welches Pack für The Sims 4 könnte ähnlich große Überarbeitungen gebrauchen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.